Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir her. Wir haben heute ein neues Team der Woche und da sind eine ganz gute Karten noch mit dabei. Die schauen wir uns gleich an. Präsentiert wird das und danach holen wir uns auch noch mal eine Rivals-Belohnung ab. Das haben wir ganz vergessen, das ist ja auch wichtig. Also, präsentiert wird das Ganze heute vom Trikot der Colorado Avalanche, ein weiteres Avalanche-Trikot. Damit habe ich, glaube ich, nur noch 9 in meinem Schrank. Den Rest habe ich jetzt hier schon auf Kamera gebracht. Hinten drauf ist die Nummer 37 für Ryan O'Reilly. Wer mein Video gestern gesehen hat, der wusste schon, welches Trikot ich heute anziehe. Das Trikot für morgen hängt auch schon da. Das verrate ich euch aber erst morgen, also morgen wieder einschalten. Kurze Fakten zu Ryan O'Reilly. Ryan O'Reilly ist ein Center, der seine Karriere in der OHL bei den Erie Otters begonnen hat. Er wurde 2009 an 33. Stelle von den Colorado Avalanche gedraftet und hat dort noch von 2009 bis 2015 gespielt. Ehe er dann zu den Buffalo Sabres getradet wurde für Nikita Zadorov, Mikhail Grigorenko und JT Compher. In Buffalo hat er dann einen 7-Jahres-Vertrag unterschrieben, ist aber dann nach 3 Jahren schon weg. Er ist dann 2018 zu den St. Louis Blues getauscht worden. Dort ist er auch jetzt Captain und sein größter Erfolg bisher waren dort der Stanley Cup, die Conn Smythe Trophy und die Selke Trophy 2019, alles bei den St. Louis Blues. Seine größten, ja, noch, was er noch hatte, er ist zweimal Weltmeister mit Kanada geworden. In ungefähr 860 Spielen kommt Ryan O'Reilly auf ca. 600 Punkte. Und was man hier besonders erwähnen muss, in der Saison 13-14 für Colorado und in der Saison 17-18 für Buffalo hat er jeweils in 80 Spielen nur jeweils 2 Strafminuten gehabt. Das ist schon ganz schön gut. Also ich weiß noch, ich habe das Spiel damals gesehen, wo die Strafe gekriegt hat. In der Saison 13-14, diese 2 Minuten, das war wegen Puck über die Bande spielen. Wegen Spielverzögerung. Da musste selbst der Schiedsrichter lachen, als er ihm eine Strafe gegeben hat. Ja, für Buffalo ist von dem Trade nicht mehr viel über, weil Zadorov, Grigorenko und JT Compher in Colorado spielen. Ryan O'Reilly ist auch lang weg aus Buffalo. Der Einzige, wo noch dabei wirklich was dazu trägt, ist Colorado, die eben für Zadorov jetzt dieses Jahr noch den Brandon Saad bekommen haben. So, das war's hier von Ryan O'Reilly. Cooler Typ, hieß The Factor, war sein Spitzname da bei uns damals. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das Trikot gekauft habe. Ich habe mir das Trikot aber in einem Pepsi-Center gekauft, beim Spiel gegen Columbus oder Dallas. Keine Ahnung mehr. Kommen wir aber jetzt zum Team der Woche. Wir fangen mal mittendrin an. Den Anfang macht der 86er Jordan Eberle von den New York Islanders. Ein linker Flügelspieler, 1,80 groß mit 85 Kilo mit Magier und Dieb. Also die Karte an sich so, ja, die Hände sind auf jeden Fall gut für eine 86er Karte. Die Hände über 90 ist gut. Defensiv Bodycheck mit 81 bei 1,80 Größe ist nicht ganz so optimal. Auch keine Synergie dabei, die da drauf geht. Deep verstehe ich ja gar nicht. Es geht auf die Face-Off, macht die Face-Offs besser. 71 ist auch noch nichts. Stick-Checking bei 91 dadurch. Ja, nee, auch nicht wirklich toll. Magier geht nochmal auf die Hände und auf die Agilität. Die Hände sind aber eh schon über 90. Also da wäre was gut gewesen, wie Gladiator zum Beispiel, wo noch aufs Body-Checking gehen oder irgendwas, das den Schuss besser macht. Bei Beschleunigung ist er mit Blitz bei 90. Geschwindigkeit geht nicht über 86 raus. Also keine schlechte Karte, aber also ich bräuchten jetzt nicht, sagen wir so. Dann die 119. Karte von Alexander Radulov von Dallas Stars. 90er Karte, rechter Flügelspieler. 1,85 groß, 93 Kilo mit Gladiator und Wingman. Also der Schuss über 90 ist gut, die Hände über 90 ist gut, defensiv auch soweit okay. Eigentlich nichts Negatives zu sagen, groß. Das ist echt gut, die Karte. Ich mag den Typen überhaupt nicht. Beschleunigung und Geschwindigkeit bei 87. Geht dann mit Wingman noch auf 90 hoch. Das heißt, bei 94 Beschleunigung ist dann Schluss. Und die Geschwindigkeit geht auf 90, was soweit echt okay ist. Gladiator macht den Bodycheck nochmal höher, macht den Schuss härter und genauer. Und die Defensive Awareness geht gut. Also an sich echt eine gute Karte. Aber wie gesagt, ich pack den Kerl nicht. Dann die 912. Karte, glaube ich, von Johnny Gaudreau von den Calgary Flames. Ein 89er rechter Flügelspieler. 1,75 groß, 75 Kilo mit Passing Playmaker und auch mit Magier. Also der Schuss ist auf jeden Fall sehr gut, wenn man bedenkt, dass die Genauigkeit sogar höher ist wie die Kraft. Geht da nochmal mit Passing Playmaker nochmal hoch. Also eine gute Karte. Hände im hohen 90er Bereich sogar. Beschleunigung bei 92, Geschwindigkeit bei 91 ist auch gut. Upturner ist halt hier eindeutig das Bodychecken bei 86. Und die Stärke bei 83. Da wird halt leicht den Puck, beziehungsweise er kann keinen großen Check austeilen. Da wäre auch wieder Gladiator gut gewesen. Also genau das, was hier Alexander
Radulov hat. Magier macht die Hände nochmal perfekt eigentlich. Ist eigentlich hier schon unnötig, weil da wäre auch wirklich was besser gewesen, was aufs Bodychecking oder auf die Defensive Awareness gehen würde. Also gute Karte, schneller Kerl, so vergleichbar mit dem Jack Hughes in etwa. Wer die Masterkarte nicht hatte, der hat in Johnny Goodrow eigentlich das gleiche, bloß als Johnny Goodrow. Dann, den machen wir später erst. Dann von den Arizona Coyotes, Christian Dvorak, ein 84er Center mit 1,83 Größe und 88 Kilo Wingman und Deep. Schuss nicht wirklich toll, Hände bei 84, 85, okay, also eigentlich im Schnitt wirklich durchweg 84er Karte. Face-Off bei 83 ist zu wenig, geht dann mit Deep auf 88, wäre für eine lowere Mannschaft gar nicht mal so schlecht. Bevor man dann einen Stamkos spielen lässt, der dann 81 am Face-Off hat, wäre der hier auf jeden Fall besser geeignet. Größe, ja, 1,83 ist soweit okay. Wingman macht nochmal die Beschleunigung höher, das heißt bei 90 Beschleunigung und 86 Geschwindigkeit sind wir hier dann aber am Ende. Auch keinen, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde, aber durchaus brauchbar. Dann von den Montreal Canadiens, der 84er Nick Suzuki, auch ein Center, 1,80 groß, 94 Kilo mit Lampenknipser und Workhorse. Mit 73 am Faceoff ist er auf jeden Fall kein Center, das heißt, er ist ein linker Flügelspieler mit 87 Geschwindigkeit und 87 Beschleunigung. Das heißt, er geht bei Beschleunigung auf 91 hoch, das ist ja auch fast zu wenig. Der Schuss unter 90, die Hände ist soweit okay. Bodychecken halt auch hier 76 ist zu wenig, ist auch keine Synergie, die da drauf geht. Bei 1,80 müsste der Wert höher eigentlich sein. Workhorse ist ja eigentlich ganz gut, weil er eben auf die Beschleunigung geht. Das heißt, mit 94 beim Blitz sind wir da dabei. Und die Geschwindigkeit geht am Schluss bei 90. Lampenknipser macht den Handgelenkschuss, die Genauigkeit auf 88. Ja, es ist auch nicht so toll eigentlich. Dann von den Edmonton Oilers. Spielt jetzt wirklich wieder Dortmund oder ist der nicht schon wieder rausgeschmissen worden? Keine Ahnung. Jesse Puljovari, 86er Karte, linker Flügelspieler. 1,93 groß mit 91 Kilo mit Gladiator und Raser. Der Schuss ist nicht besonders toll. Die Hände sind von der 86er Karte okay. Auch vom Bodycheck mit 84 kann man so lassen. Dafür ist er 1,93 groß. Beschleunigung mit 86 und Geschwindigkeit mit 86, ja, bei der Größe eigentlich auch okay. Mit Raser geht das Ganze auf 90, das heißt bei 93 Geschwindigkeit und bei 90 Beschleunigung ist dann da Ende. Also auch mit Gladiator geht dann nochmal das Bodychecken höher, also auch keine schlechte Karte. Gerade wenn man eben beide Synergien aktivieren will, dann ist der eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Dann von den, ich kenne den Namen Sherbrookie, Phoenix, Joshua Roar, 78er Karte, ein Center mit Verteiler und Gladiator. 1,83 groß, 87 Kilo. 78 am Faceoff, gut, das entspricht seiner Karte, aber damit ist er kein Center. Schuss ist nicht wirklich toll, zwar ziemlich stark, aber nicht toll. Hände unter 80, nee, Beschleunigung, nein, da hilft noch die Synergie nix, nein. Dann von den Cataractes Indians, ich weiß gar nicht, wie die heißen, der 78er Olivier Nadeau, ein linker Flügelspieler, 1,88 groß, 92 Kilo mit Heart and Soul und Howitzer. Ja, Hände unter 80, Bodychecken unter 80, nein. Dann von HPK aus Finnland, Markus Nenonen, 78er Karte, rechter Flügelspieler, 1,88 groß, 95 Kilo mit Schwarm und Passing Playmaker. Beschleunigung ist bei 70, next. Jetzt kommen die großen Jungs nämlich und die sich dann damit auch aufs Team des Jahres auswirken. Von den Rangers Artemi Panarin, eine 93er Karte, linker Flügelspieler, 1,80 groß, 77 Kilo mit Passing Playmaker und Magier. Ja, der Schuss ist fast perfekt, die Hände sind perfekt. Beschleunigung bei 92, Geschwindigkeit bei 92 vor jeder Synergie ist natürlich super. Bodychecken bei 82 ist eigentlich der einzige Upturner hier. Mehr Negatives kann man über die Karte nicht sagen. Magier ist wirklich sinnlos, also richtig sinnlos, weil die Steaking ist bei 99 und nur, dass die Agilität um 3 hochgeht, lohnt sich das nicht. Passing Playmaker eigentlich genauso sinnlos. Das Passen geht um 1 hoch, die Schlagschussgenauigkeit um 2 und das Stickchecken auch um 2. Also die Synergien sind aber. Ich denke halt, dass es bei den ganzen 93er, 94er, 95er Karten jetzt rauskommen, da geht es dann nicht mehr darum, die Synergie bei dieser Karte zu aktivieren, sondern einfach, dass man halt drei andere Karten hat oder zwei, je nachdem, wo man dann die Synergie aktivieren kann. Dazu sind die Synergien hier noch da, aber für die Karte selber braucht man sie nicht mehr.
Dann von den Florida Panthers der 88er Alexander Barkov, ein Center. 1,91 groß, 97 Kilo. Natürlich die optimalen Center-Maße. Allerdings mit Lampenknipser und Passing Playmaker. Allerdings mit 86 im Faceoff ist es zu wenig. Da wäre ein Deep auch gut gewesen. So, die Beschleunigung und die Geschwindigkeit bei 82 ist natürlich auch mies. Hände über 90 ist okay. Der Schuss bei gerade mal 90 ist auch nicht wirklich toll. Lampenknipser machte nochmal die Handgelenkschussgenauigkeit auf 92 mit Passing Playmaker gegen die Schlagschussgenauigkeit auf 92. Also hätte er jetzt Deep, wäre es die Bomben-Center-Karte, auch von der Größe und vom Gewicht her. Aber ansonsten, also wenn ich ihn ziehen würde, würde ich ihn verkaufen, sagen wir so. Und der Abschluss, der von den Stürmern macht, der 93er David Pastrnak. Bei dem müssen sie jetzt echt noch Karten rausfeuern, deswegen kommen jetzt jeden Tag erneut gefühlt. Linker Flügelspieler, 1,83 groß, 88 Kilo mit Lampenknipser und Workhorse. Der Schuss über 90, die Hände sind perfekt soweit. Bodychecken bei 84 ist ein bisschen wenig. Balance bei 89 ist auch noch ein Kritikpunkt, aber das ist jammern auf hohem Niveau. Mit Lampenknipser geht die Handgelenkschussgenauigkeit auf 99 hoch. Das ist plus 1, das lohnt sich nicht. Genauso wie die Offensive Awareness und die Hand-Augen-Koordination. Lohnt sich alles nicht wirklich. Balance geht damit hoch. Gut, okay, nehmen wir mit. Und mit Workhorse nochmal die Beschleunigung hoch auf 94. Das heißt, mit Blitz sind wir dann auf 98. Geschwindigkeit bleibt am Schluss bei 94. Also auch eine Bombenkarte. Ja, also auch zwei super Synergien bringen, wie gesagt, hier halt nicht viel. Workhorse bringt hier was, Lampenknipser nicht wirklich. Also ist halt eher dann, um andere Karten dann zu aktivieren. In der Verteidigung fangen wir an mit Jeff Petrie, 89er Karte von den Montreal Canadiens, linker Verteidiger. Gab es auch schon einige Karten davon, die waren auch alle echt gut, muss ich sagen. 1,91 groß mit 94 Kilo mit Wingman und Workhorse. Schuss ist unter 90, das ist eigentlich für eine 89er Karte ziemlich gering. Hände, Deking bei 81, auch zu wenig. Kleine Eigenzone ist der Hammer, Bodychecken 90, Stärke 90, Defensive Awareness ist bei 91, Schussblocken und Stickchecken bei 91. Geschwindigkeit und Beschleunigung bei 86 vor jeder Synergie ist auch soweit echt in Ordnung für die Größe und das Gewicht. Mit Workhorse geht es auf 89, das heißt Beschleunigung bei 93 mit Blitz und Geschwindigkeit geht nochmal hoch, beziehungsweise die Beschleunigung geht nochmal hoch auf plus 3, das heißt am Schluss sind wir hier bei der Beschleunigung auf 96 und bei der Geschwindigkeit bei 89. Also auch wenn man beide Synergien hat, auf jeden Fall ein guter defensiver Verteidiger, von dem man nicht so viele Tore durch Schüsse von der blauen Linie erwarten kann, aber auf jeden Fall kommt er gut vom Fleck, auch wenn er die Größe und die Ausmaße hat. Dann, ganz, wenn man von Größe und Ausmaße reden, sind wir hier falsch bei Torrey Krug von den St. Louis Blues. Auch eine 89er Karte, rechter Verteidiger. 1,75 mit 84 Kilo mit Gladiator und Howitzer. Ja, ist eigentlich genau das Gegenteil, 1:1 das Gegenteil von Jeff Petrie. Also er ist ziemlich flink unterwegs, Schuss ist auch nicht ganz so toll, Hände natürlich super. Dafür ist Bodychecken ziemlich gering mit 83 bei einer Körpergröße von 1,75. Da ist der Gladiator gut, geht es auf 86 zumindest hoch, Defensive Awareness auf 95 und die Schlagschusskraft auf 95. Mit Howitzer wird er nochmal ein bisschen schneller und die Handgelenkschuss wird auch höher. Das heißt, bei 92 Beschleunigung und bei 94 Geschwindigkeit ist dann hier Schluss. Also wenn ich zwischen beiden wählen müsste, würde ich Jeff Petrie nehmen, weil er halt einfach die Größe mit hinbringt und trotzdem noch ein bisschen schneller ist mit aktiven Synergien wie der kleine und flinke Torrey Krug. Dann vom Tampa Bay Lightning Ryan McDonough. 87er Karte, rechter Verteidiger, 1,85 mit 97 Kilo, mit Raser und Shutdown. Schlagschussgenauigkeit, Handgelenkschussgenauigkeit bei 81 und 82 ist zu wenig. Deking und Handaugen bei 83 und 84 auch zu wenig. In der eigenen Zone ist er ganz brauchbar bei 88 und 89 Bodychecke und Stärke. Vom Skating mit 85 auch nicht ganz so toll. Da natürlich ist der Raser optimal. Das heißt, bei 92 sind wir dann am Schluss. Allerdings wird die Beschleunigung nicht höher als 89. Shutdown macht nochmal den Schlagschuss etwas genauer, wobei der bei 84 sind wir immer noch bei genau und erhöht das Bodychecking. Also fürs dritte Verteidigerpaar, wenn man beide beide Synergien zu aktivieren, auf jeden Fall brauchbar. Aber wenn ich ihn ziehen würde, würde ich ihn, glaube ich, verkaufen. Dann von den St. Louis Blues, Colton Parayko, 83er Karte, linker Verteidiger. 1,98 groß, 104 Kilo mit Shutdown und Howitzer, das hat der andere gerade auch schon gehabt. Na, der war Raser, okay.
Also, Schlagschussgenauigkeit bei 77, da geht er mit Schatten auf 80 hoch, die Hände, puh, nein, nein, nein. Dann von den Rapperswil, Jonas Lekas, Mauro Dufner, 78er gerade rechter Verteidiger, 1,75 groß, 80 Kilo mit Balance und Speedster. Also bei 77 Speedster, dass er auf 81 geht, ist natürlich wirklich toll, der Schuss ist unter 80. Widerstandsfähigkeit bei 72. Nein. Und mit dem müssen wir reden. Der 90er Moritz Seider von Rögle aktuell. Linker Verteidiger. 1,93 groß, 94 Kilo. Also der Schuss ist auf jeden Fall sehr stark, wenn man bedenkt, 96 Schlagschusskraft, 95 Handgelenkschusskraft. Genauigkeit nicht ganz so toll. Auch die Hände könnten ein bisschen besser sein, aber Bodychecking 97 mit Gladiator ist dann perfekt. Da wäre eine Synergie gewesen. Beziehungsweise mit Shutdown geht es ja nochmal hoch, theoretisch. Also sinnlos hier eigentlich. Da wäre was gut gewesen, was auf Skating geht, weil da geht gar nichts drauf. Das heißt, bei 89 Beschleunigung und 88 Geschwindigkeit ist hier Schluss. Gute defensive Karte, aber halt zwei Synergien, die vollkommen daneben gehen. Also wenn er bei 97 schon ist und könnte dann theoretisch plus 6 kriegen, bringt das leider überhaupt nichts. Also da wäre ein Raser gut gewesen, es wäre ein Blitz gut gewesen, Workhorse, Wingman, alles, was auf Skating geht. So, leider nein. Tut mir leid für dich, Moritz. Dann zu den Goalies. Von dem Billy Tigri-Liberec. Der 79er Peter Kvatscha. 1,85 groß, 79 Kilo mit Barrage und Blitz. Das Einzige, was hier wirklich gut ist, ist die Geschwindigkeit und die Agilität. Sonst ist es allerdings nicht. Nix hier bei dem. Und jetzt der große Spieler des Tages eigentlich schon fast, oder Spieler der Woche. Andrei Vasilevskiy vom Tampa Bay Lightning. Eine 95er Karte mit Heart and Soul und Spark. Er ist immer noch 1,91 groß, immer noch 102 Kilo. Ja, perfekte Karte. Brauchen wir nicht drüber reden. Wundert auch, dass diese Cap-Grenze hier wegfällt. Also gerade Geschwindigkeit, Agilität. Habe ich schon mehrmals drüber jetzt erzählt. Five-Hole, Shot Recovery und Rebound-Kontrolle. Alles hier im hohen Bereich. Also Bombenkarte. Also wer sich den Team des Jahres Vasilevskiy nicht leisten kann, der kann sich hier den holen. Hat eigentlich den gleichen Goalie, bloß halt ohne die Bomben-Synergien, die das Team des Jahres hat. Das war das Team der Woche. Ist auch diesmal ein 92er-Team. Also Bomben-Team. Jetzt werfen wir nochmal schnell einen Blick aufs Team des Jahres. Da haben jetzt ja alle ein Upgrade bekommen, außer Cale Makar. Aber Avalanche haben auch gerade einen Corona-Zwangsstopp, weil bei Minnesota Corona-Fälle waren. Deswegen gab es da keine Spiele. So, also jetzt alle. Leon Draisaitl sind wir neu schon eingegangen. Jetzt Vasilevskiy. Ja, das sind die gleichen Stats wie der andere Goalie auch hat, habe ich gerade schon gesagt. Da hat sich nichts geändert, außer dass hier halt die Synergien dreimal so gut sind. Bei Panarin, ja, ist auch die gleiche Karte. Also die Karten sind im Endeffekt gleich, außer dass halt die Synergien bei dem Team des Jahres natürlich viel, viel besser sind. Na, dann hoffe ich, dass demnächst auch mal ein Upgrade von Makar irgendwann kommt. Noch am besten vor März, bevor dann eh die Fantasy-Karte hochgeht, dass der auch mal eine andere Karte kriegt. Verdient hätte er sich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir spielen ja auch gerade nicht. Das war's hier vom Team der Woche. Also echt mal ein gutes Team. Letzte Woche war es schon gut mit dem Dreisaitl und mit dem Giroux, McDavid und Van Riemsdyk. Jetzt finde ich dieses Woche noch mal eine bessere Auswahl, wenn jetzt sogar das beste Team der Woche, das wir bisher überhaupt in NHL 21 hatten. Das ist auf jeden Fall auch bestimmt gut zum Spielen. Also wenn man gegen die spielt, das wird, glaube ich, nicht so einfach, wie es sonst immer ist. Aber schauen wir uns mal an, wenn es soweit ist. Jetzt ist es Zeit, die Rivals-Belohnung abzuholen. Ich nehme diesmal die untauschbaren Karten, da ich noch ein paar Gold-Collectibles brauche. Oh ja, wir haben hier zwei Jumbo NHL Players Packs, zwei Jumbo Elite Packs und 300 Hood Champions Punkte für den Platinum-Rang in Division 3. Heute die Hood Champions Belohnungen schon eingelöst. Es waren 500 Hood Champions Punkte und zwei Elite Packs, wo aber nicht wirklich was drin war. So, dann lösen wir erstmal die Hood-Punkte ein. Jetzt sind wir auch schon dabei 1300 jetzt. Ohne irgendwie große Rivals gespielt zu haben jetzt die letzten 2 Tage.
Aber gut. So, wir haben 4 Packs drin. Fangen wir den kleineren natürlich an. Das ist kleiner. Man nimmt sich nicht viel. 20 Items, mindestens 11 mal 80 plus. Alles untauschbar. Schauen wir mal, ob irgendwas dabei ist. Verkaufen können wir es eh nicht, aber vielleicht haben wir ja Glück und ziehen einen Andrei Burakowski, den wir auch schon 9 mal in der Sammlung haben. Und auch heute brauchen wir wieder einen Corey Perry und einen Blake Como, am besten beide. Und Victor Hübel und einen, wer war das? Matthias Janmark von den Dallas Stars ist auch der, wo er am häufigsten kommt. Cam Neely, der wäre mir der andere auch lieber gewesen. Was auch gut wäre, wäre einer von den von der Fantasy-Serie noch. Brian Elliott. Ich zeige euch mal nachher, wie viele Brian Elliots ich habe. Ich kann sämtliche nordamerikanischen Teams mit Brian Elliott im Tor ausstatten. Jubel, Jubel, Jubel. Und ein Curfew. Also das war schon mal nichts. Aber ich sage, es ist eh nicht tauschbar, von dem her. Ah, der hat sogar ein bisschen Kohle gebracht nochmal. Och. Wahnsinn. Oh. Craig Ludwig. Okay, linker Verteidiger, also rechter Verteidiger. Ah, kann ich nicht brauchen. Ja, den hätte ich brauchen können, wenn ich das andere Set gemacht hätte, aber es läuft ja eh morgen aus oder übermorgen. Verkaufen kann ich auch nicht für 10.000, also macht das auch keinen Sinn. Na gut, vielleicht kriegen wir den Ludwig irgendwo unter, um das Workhorse zu aktivieren. Ich habe da noch Nico Hischier, der hat auch Workhorse, aber ansonsten ist die Karte halt echt 81 Geschwindigkeit, da helfen die Synergie noch nichts. 78 D-King, nein. Ich glaube, den habe ich auch nicht empfohlen neulich. So, das war nichts. Damit haben wir noch 2 Jumbo NHL Player Packs, 20 Items, alles Goldspieler, mindestens 10 mal 80 plus. Nate Schmidt. Könnte der wenigstens der von der 94er Flashback-Serie drin sein, aber zunächst irgendwas bringen. Quick. Oh, der ist sehr Goalie-lastig heute. Warum der 92er Krug? Die Zahnlücke schon wieder. Boah. Nein. Letzte Hoffnung auf den. Aber bisher der Seiler war echt dieser Craig Ludwig, den wir nicht brauchen. Frankie. So, irgendeine Sonderkarte noch von irgendwas. Levin. Lenblom. Connect. Oh, Connectny. Ich zeige euch mal nachher meine Sabil Butcher gerade schon gehabt. Craig Smith gerade schon gehabt. Allmächt. Ja, gut, das ist okay, weil ich habe den schon für den Upgrade vom Couturier. Dann kann ich meinen anderen verkaufen und kann den da reintun. Das ist so das Highlight. Das heißt, wir haben einen Gewinn von 10.000 gemacht. Boah, ich zeige euch mal ganz schnell meine Sammlung. Das ist zwar jetzt nicht geplant gewesen, aber das sind jetzt die ganzen Belohnungen von Squad Battles, vom Rivals und von den Rivals heute. Boah, das ist das übel. So, da haben wir zweimal einen Jones, der Brickhead haben wir zweimal Dora, zweimal. Ich reiße es echt nur ganz kurz an.
Konechny viermal, Krug zweimal. Also eigentlich haben wir jeden Spieler zweimal. Timo Meier dreimal, Jonathan Quick dreimal, Backlund dreimal, Dustin Brown viermal, Will Butcher haben wir jetzt gerade auch zweimal gezogen, D'Angelo doppelt, Brian Elliott, wie gesagt, viermal jetzt. Und ich glaube, in dem anderen Set habe ich ihn auch noch drin, in dem Teambuilding. Also auch Eric Johnson haben wir auch viermal. Matt Niskanen haben wir drei, haben wir auch viermal. Nate Schmidt haben wir jetzt auch doppelt. Riley Smith haben wir dreimal. Die Zahnlücke haben wir zweimal. Also eigentlich im Endeffekt jeden drei Burakowskis, zwei Donskois, drei Franz Hus, drei Hutchinson, vier Tyson Jost, McNabb haben wir dreimal, Nikushkin habe ich dreimal, Nolan Patrick habe ich dreimal, also alles doppelt und dreifach, Connor Sherry viermal. Ja, weiter geht jetzt gar nicht, sind nur bei Essen, aber das zieht sich dauernd so durch, es sind im Endeffekt immer die gleichen Spieler, die kommen, aber gut, die kann man zumindest dann in die Sets tun und wie gesagt, den Probanov, den tausche ich jetzt gleich noch aus, verkaufe den anderen, das sind sichere 10.000. Das vermutlich jetzt erstmal alles. Danach werde ich nachher noch eine Squad Battle streamen, wer noch Bock hat zuzuschauen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Da gibt es einen neuen Hood Rush. Und morgen werden wir aber die Squad Battle Belohnungen nicht öffnen. Die machen wir erst am Freitag auf, wenn ein neues Event kommt. Vielleicht ziehen wir dann irgendwas, was mit dem neuen Event zu tun hat. Also von dem her probieren wir das mal so. Machen viele andere auch. Ich habe es bisher neu gemacht. Ich habe die gleich mal aufgemacht. Jetzt probieren wir es mal. Schalte dann morgen wieder ein zu dem neuen Hood Rush, gucken, was für einen Modus gibt, was für eine Belohnung gibt und ja, so schaut's aus. Trikot für morgen hängt, wie gesagt, schon da. Ziehe ich morgen an. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Also bis morgen oder nachher noch ein Squad Battle. Macht's gut, bleibt sauber. Tschüss.